Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Und zwar war ich die Woche auch wieder relativ fleißig. Ich habe wieder ein bisschen Berufe gebastelt, bisschen geboostet und unter anderem, wie ihr gerade seht, habe ich mir auch endlich jetzt aus BOD das Mount geholt. Heißt, ich habe jetzt Donnerstag auch wieder ein bisschen Zeit. Mehr mich auf Gold zu konzentrieren und weniger immer nach BOD Mythic reinzurennen. Und ja, ich bin ja nebenbei noch ein bisschen am Transmog farmen, das beschneidet mich auch. Aber ich hoffe, dass wir diese Woche mehr Gold gemacht haben als letzte Woche. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich mal in den Postkasten rein, beziehungsweise wir können mal unser Sheet angucken. Ich habe es jetzt auch wieder ein bisschen vergrößert, dass ihr es besser sehen könnt. Wir sind jetzt letzte Woche stehen geblieben bei 19.472.000 und ein paar zerquetschte, die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Heißt, wir haben Plus gemacht 1,3 Millionen, was tatsächlich unsere schlechteste Woche war mit Abstand. Ich glaube, so viel besser die Woche ist es auch nicht, aber wir müssten wahrscheinlich mehr gemacht haben und das heißt, wir müssten über die 20 Millionen kommen und jetzt kommen wir quasi in die heiße Phase. Ich will mir ja mein Gold nutzen für das ein oder andere TCG-Mount, was ich noch brauche und da kommen wir langsam in den Bereich, wo da, ja, zum Beispiel der blaue Spektraltiger auch in greifbarer Nähe ist. So, ich sag mal so, wir gucken jetzt einmal rein, was so mein Postkasten ist. Und ihr seht, hier ist nicht nur Gold drin, sondern es sind hier auch Ehrenabzeichen. Und warum habe ich die jetzt hier drin gelassen? Um euch das demonstrieren zu können. Diese Ehrenabzeichen brauchen wir nämlich unter anderem, um Gold zu machen. Ich habe jetzt hier im Inventar nochmal knappe 400 Stück. Und ich fahre mir diese Woche diese Ehrenabzeichen über das PvP-Event, und zwar finden wir das unten hier, die Rauferei, Kinderspiel, und da kriegt ihr eigentlich mit jedem Charme, mit dem ihr es abschließt, einmal 8 Münzen und das dauert zwischen 5 und 10 Minuten, also es geht teilweise richtig, richtig schnell. Kann ich jedem empfehlen, habe ich ja auch schon ein anderes Video zu gemacht, und diese Dinger brauchen wir nämlich für unsere Berufe, und zwar für, ja, hier die verschiedenen Ränge, die wir haben, und auch mit Patch 8.3 gibt es wieder neue Rezepte und die sind dann nicht 370, sondern 400 Item Level. Heißt, da werden wir wieder einen Haufen Gold machen mit können und dementsprechend brauchen wir von diesen Abzeichen einige. Und ich habe das auch schon einmal erzählt gehabt, wir brauchen insgesamt 200. Wenn ihr von allen Berufen alle Rezepte kaufen wollt, braucht ihr knappe 200. Wenn ihr nur einen Beruf habt, dann braucht ihr natürlich dementsprechend nur weniger. Bei Schmied und Lederer sind es viel, bei Juve ist es wenig, bei VZ ist es wenig, weil es da nur wenige solche Rezepte gibt. Aber wenn ihr alle auf einem Server haben wollt, braucht ihr 200. Und da ich auf Blackmore und Antonius unterwegs bin, brauche ich Minimum 400. Beziehungsweise alle weiteren, die ich habe, kann ich vielleicht noch auf einem anderen Server mit Berufen anfangen. Deswegen farme ich jetzt hier noch was. Und ich habe die Woche alleine, glaube ich, 600 gefarmt. Ich habe aber auch schon 300 ausgegeben. Ich habe mehr als 600 gefarmt. Ich habe 300 schon ausgegeben für Transmog. Jetzt habe ich mir nämlich allen Transmog von allen PvP-Händlern gekauft. Da hat mir nämlich ja noch ein bisschen was gefehlt gehabt. Und ja, die restlichen benutze ich quasi jetzt für die Rezepte und spar schon mal auf 8.3, um da ein bisschen was rauszuholen. Genau, und hier seht ihr, da habe ich von etlichen Twinks mir das zugeschickt und das ist halt auch schon von den Twinks, was ich die letzten Tage, also das ist alles, was ich heute gefarmt habe tatsächlich. Also es sind nochmal einige Sachen. Und ich habe natürlich auch gut Gold drin, dann wieder einige Sachen durch Lederer und auch durch Schmied tatsächlich verkauft. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir endgültig haben an Marken. Das sieht gut aus. Über 500 Marken heißt, ja, 400 muss ich mir quasi aufbewahren für Patch 8.3, für die zwei Server. Und mit allem, was drüber ist, kann ich jetzt auf einem neuen Server was aufmachen. Wenn dann Eggwin, habe ich mir überlegt, oder Blackmore. Nee, Blackmore bin ich ja schon. Eggwin, Lothar oder Erida, das sind die Server, wo ich noch was habe. Da muss ich mal überlegen, ob ich auf einen von den Servern quasi noch anfange, da ein bisschen, ja, Berufe hochzuziehen. Das kostet natürlich auch mal ein bisschen Gold, also muss ich halt gucken, wie das mit dem Grundkapital ist, aber ich glaube, das müsste schon irgendwie funktionieren. So, Gold ist rausgenommen. Wir haben jetzt über Berufe nochmal 140.000 Gold gemacht. Das ist ehrlich gesagt relativ mager für die Woche, aber ich merke schon, die Konkurrenzlage ist im Moment ein bisschen krasser. Und dementsprechend geht da nicht mehr so viel. Ich habe jetzt auch vielen Leuten erzählt, dass sie hier in Berufe gehen sollen. Und man merkt natürlich, klar, du ziehst ja eigene Konkurrenz ran. Und mal gucken, ja. Hätte man vielleicht nicht machen sollen. Aber gut, so ist es jetzt. Jetzt tragen wir gleich schon mal den Wert ein. Und zwar, warte mal, jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Hier oben seht ihr quasi das Gold, was ich auf dem Server Antonidas, auf dem einen Account habe. Und ich habe eigentlich nur auf zwei Charts wirklich das Gold gelagert.
auf dem Main und quasi mein Goldlager-Char. Und theoretisch habe ich hier jetzt noch 10.000 andere Chars, aber die haben alle fast kein Gold. Die habe ich alle schon mal ausgeplündert. Das sind halt ein paar hundert Gold, das die Chars haben. Also relativ uninteressant. Deswegen nehmen wir jetzt immer nur das hier von Anto. Und da sind wir jetzt bei 16.875.000. Und das tragen wir jetzt mal hier ein. 16.875.000 heißt, wir haben ziemlich genau eine Million plus gemacht auf dem ersten Account, halt ja so 850k über Boosten die Woche, was ehrlich gesagt nicht sonderlich viel ist. Hab aber auch fast ja nur die Marken und Transmog gefarmt die Woche, also sprich bin jetzt nicht so viel zum Boosten gekommen und ein bisschen was über Berufe. Und das Restliche werden wir jetzt auf dem zweiten Account noch gucken, was wir da rausgezogen haben. Da haben wir natürlich noch einiges mehr in Berufen. Und zwar mit meinem Hexer, wo ich auf Antonidas hier Inschriftenkundler-Sachen verkaufe. Da haben wir knappe 100.000 drin. Das ist mal schick für einen Beruf. Ich glaube, ich habe mit dem schon mal wesentlich mehr gemacht. Man merkt gerade, im Moment ist Berufe so ein bisschen, es geht ein Ticken zurück, aber man kann immer noch gutes Gold machen. Und 100k in der Woche mit einem Beruf sind natürlich auch eine schöne Sache. Ihr müsst natürlich immer sehen, das ist nicht reiner Gewinn, das ist natürlich auch ein bisschen was man investiert. Ne? Man muss natürlich auch die Mats irgendwo anschaffen, aber dennoch ist es, denke ich mal, ganz nett. Und jetzt sind wir bei dem Char auf 900k schon. Ihr wisst, am Anfang habe ich dem mal 50k geschickt und aus den 50k haben wir jetzt schon fast eine Million gemacht und dementsprechend, ja, kann man da nicht motzen. Inschriftenkunde, sage ich ja schon seit jeher, ist einer der besten Berufe. So, auf den Hunter müssen wir eigentlich kaum einloggen, weil ich ja mit Inji und Juve kaum was verkaufe und auch nicht mehr gerestockt habe. Aber mal gucken, ob er überhaupt irgendwas verkauft hat. Ich glaube, ich habe noch 3 oder 4 Flinten im Auktionshaus. Also eigentlich lohnt es sich fast nicht, auf dem irgendwas zu machen. Wobei, ich müsste mal wieder ein bisschen Expulsum schaffeln. Das habe ich jetzt die Tage sehr vernachlässigt und dementsprechend, ja, habe ich mit dem nichts mehr hergestellt. Einfach, weil ich die Woche nur das BG durchballern will. Ich will hier nochmal euch den Rat geben. Macht das, spielt dieses BG mit allen Twinks, die ihr habt. Ich habe es bis jetzt mit, ja, ich glaube mit 60, 70 Chars, irgendwas so um den Dreh. Ja, es klingt, eine Flinte habe ich verkauft. Huhu, da geht was. Okay, das war jetzt hier nicht der große Wurf. Ich habe das mit 60, 70 Chars bis jetzt gemacht. Ich habe vor, bis zum Ende der Woche mit allen 86 Chars, die ich habe, dieses BG durchzuballern. Hat einfach den Hintergrund, in so einer kurzen Zeit kriegt ihr so einfach nicht diese Marken. Gut, ich sage mal so, ich leech die Hälfte auf den zweiten Account, lasse ich ihn halt einfach da am Stall stehen oder am Hof, je nachdem, ob ich Horde oder Allianz bin. Und nach 5 bis 10 Minuten ist das Ding gegessen und ich habe halt 8 Marken. Ne? Und diese BGs sind quasi in der Rotation drin, also diese Rauferei-Dinger. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel es mittlerweile gibt. Also auf jeden Fall 10 Stück verschiedene Raufereien, wenn nicht noch mehr. Es dauert sehr lang, bis quasi diese Kinderspielrauferei mal wieder ist. Und dementsprechend, wenn die mal ab ist, mit allen Chars, die ihr habt, einmal rein, lohnt sich. Und deswegen habe ich diese Woche halt auch nicht so viele andere Sachen gemacht, weil ich mir dachte, jetzt ist dieses BG, nehme ich mit. Aber jetzt, ihr habt gesehen, wie viele Marken ich da wieder mir angeschafft habe. Ne? So, dann ist das jetzt hier mein Schneider-Char. Der hat auch noch VZ, das geht aber leider nicht so gut. Ihr seht, hier haben wir auch nochmal 70k drin, das ist in Ordnung, ist jetzt nicht übertrieben viel für die Woche, aber ist okay. Teilweise, schau mal, hier mein Stiefel für 9.500 Gold verkauft. Wenn ihr da die richtigen Stats rauszieht und die kein anderer drin habt, dann kriegt ihr teilweise richtig, richtig Gold raus, auch aus Schneiderei. So, das hätten wir, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch auf Blackmore. Da habe ich nämlich auch nochmal ein paar Chars, die ganz gut was abwerfen. Normalerweise gehe ich auch immer... Ach nee, halt, mein Transmog-Char. Ich glaube, der war die Woche tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe ja einen Char hier auf Antonidas, wo ich so ein bisschen Transmog und Krempel... Also ist es mehr Krempel als Transmog. Ja? Und BGs und... BGs, sage ich. Und Pets habe ich da drin. Und ja, auch Mats teilweise, die ich so mit den anderen Chars kriege. Die schicke ich dann da alle hin und verkaufe die gesammelt. Bloß, das sind halt viele Items und das meiste davon ist Krempel, aber man kann auch aus Krempel Gold machen und dementsprechend einfach immer ins Sahara reinschmeißen. Irgendwo gibt es dann einen, der sagt, hey, genau das Item habe ich gesucht, das kaufe ich jetzt mal für 20k, irgend so ein Gammeltransmog, das keiner haben will. Und ja, dauert zwar, aber man kriegt es teilweise los. Jetzt können wir mal reinschauen, was wir da so drin haben. Ja, immerhin 55k, ne? Kannst du
kann man es nicht verachten. Also, was haben wir hier? Also, wir haben einmal irgend so eine Schiftung verkauft für 10k, dann ein Tröpfchen von Yasharaj für 19k. Das habe ich, glaube ich, beim Transmog Farmen gekriegt, ne? Also, nicht um es zu verkaufen, ich habe Transmogs für meine Sets gefarmt. Dann irgend so ein Kettenpanzer für 8k, Handschuhe für 12. Auch wieder ein paar Transmog-Sachen. Das ist, glaube ich, ein Pet. Was haben wir hier oben? Das ist auch ein Sprössling. Das ist, glaube ich, auch ein Pet. Auch ein Pet. Ja, gut, es ist so halb Transmog, halb Pet. Ne? Und dann ein Haufen so Kleinviecher. Ne? Teilweise Glutwelpen habe ich für ein Gold verkauft. Halleluja, da hätte ich ihn eigentlich auch wegschmeißen können. Also, ihr seht, das sind auch ziemlich viele Gammelpets, die dann für Kleinstbeträge weggehen. Aber die sind halt leider alle nichts wert. Und dann kriegst du lieber noch ein paar Gold raus, als sie wegzuschmeißen. Ne? Genau. Ich müsste mal gucken, was ich noch an Wert im Auktionshaus habe. Ich schätze, das sind halt nochmal so, ja, nochmal so 300, 400 Items, die ich jetzt noch drin habe. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn sich was verkauft, weil umso mehr Items weg sind, auch wenn sie nur für einen kleinen Betrag weg sind, muss ich sie nicht mehr einstellen. Weil wenn wir jetzt hier reingucken, 425 Items. Das dauert tatsächlich re relativ lang, bis ihr alle Items wieder einmal eingestellt habt. Und wenn ich das nicht auf dem zweiten Account hätte, dann würde ich es tatsächlich nicht machen. Weil ihr müsst rechnen, eine halbe Stunde bist du da schon wieder, sitzt du dran, bis du einfach wieder alles gerepostet hast. Ne? Ja, 60k knapp, ja, auch nicht schlecht, was wir da mitgenommen haben. Also das ist halt auch ein Zeitfaktor, ne, den man einberechnen muss und dann sagen, okay, lohnt sich so viel Scheiß ins Sahara reinzuhauen? Für mich jetzt schon, weil ich auf dem ersten Account was machen kann und quasi auf dem zweiten Account, ja, lasse ich das einfach so nebenbei durchlaufen. Da muss ich ja nicht viel interagieren. Da klicke ich dann einmal auf den Postkasten, der leert sich dann halt ins Inventar und dann klicke ich noch einmal im Auktionshaus, das ist einstell und dann hat sich das, ne? Dann kann ich das immer so nebenbei machen. Das ist ganz angenehm. Wenn ich das jetzt aber aktiv machen würde, ja gut, man könnte es natürlich schon machen, dass man sagt, okay, man leert den Postkasten auf, macht sich schnell irgendwas zu essen oder räumt mal ein bisschen was um, dann kann man das natürlich auch machen. Aber was ich halt immer so ein bisschen hasse, ich hocke aktiv vom PC und warte nur, dass ich es aus dem Postkasten rausnehme oder einstelle. Bei so vielen Sachen, das dauert halt. Und das ist nicht so mein Ding. Gut, klar, wenn ihr jetzt sagt, ich schaue nebenbei eine Serie an, ich, ja, schaue einen Film an oder irgendwas, dann ist das natürlich entspannt. Ne? Da müsst ihr nicht viel drauf gucken. So. Jetzt gucken wir aber nochmal hier auf Blackmore. Das ist quasi mein Char, mit dem ich, was verkaufe ich hier? Genau, Schmied und Lederer bin ich. Und auch hier haben wir knappe 100k drin. Hatte ich, glaube ich, auch schon besser, aber ist okay. Man merkt im Moment so ein bisschen, die Preise sacken ein bisschen ab. Du merkst so ein bisschen die erhöhte Konkurrenzlage, die im Moment vorherrscht. Und ich hoffe, dass das mit 8.3 wieder ein bisschen abnimmt. Ich hoffe, dass nicht alle Leute das gecheckt haben mit dem BG und nicht so viele Marken gestackt haben und sich dann die quasi die Rezepte nicht kaufen können. Darauf spekuliere ich so ein bisschen. Naja, nochmal knappe 100k sich reingeholt. Dann loggen wir mal weiter auf meinen Inschriftenkunde-Char. Da bin ich jetzt gespannt, da müsste ein bisschen mehr tatsächlich drin sein. Und ja, dann habe ich. Ich habe ja dieses kleine Projekt auf Lothar, ne, wo ich hier mir das Gelee aufgekauft habe. Das Problem ist, das ging jetzt eine Weile relativ gut. Ich habe mir Gelee aufgekauft zwischen, was waren das, zwischen 70 und 40 Gold irgendwie so das Gelee pro Stück und habe sie für 500 ins Sahara reingehauen. Ich habe jede Woche so ein paar Stacks verkauft, ne, und da hast du halt riesige Gewinnspannen gehabt. Aber in letzter Zeit sind da anscheinend mehr Leute auf den Trichter gekommen, dass sie das Gelee farmen. Und das Problem an der Geschichte ist, dass mein teures Gelee jetzt halt nicht mehr weggeht. Jetzt habe ich zwei Optionen, wenn dann. Ich ziehe das halt weiter durch und ignoriere das. Oder ich könnte halt das billige Gelee weiter aufkaufen und mein das immer so teuer reinhauen. Oder ich gehe langsam mit dem Preis runter und versuche es so mal loszuwerden. Ich habe da auf jeden Fall schon gut Gewinn gemacht, ne? Und obwohl ich jetzt noch ein paar, ich habe glaube ich über 1000 Gelee rumflacken. Ich habe glaube ich 10 Stacks A 250 oder so. Also ich habe richtig viel Gelee. Aber ich bin da halt noch ein bisschen am Überlegen. Vielleicht finde ich auch mal einen, der das Bienenmauern so kauft. Dann bringe ich sie auf einmal fast weg. So, jetzt haben wir hier meinen Inschriftenchar und der verkauft auch Schneidersachen. Und hier haben wir relativ viel drin. Im ersten Postkasten schon über 100k quasi. Das holen wir jetzt mal alles raus. Da geht mein Blackmore Gold so ein bisschen overall hoch. Das ist ganz nice eigentlich. Hier muss ich auch mal wieder restocken. Wie gesagt, ich habe das die Woche ein bisschen vernachlässigt. Man muss nämlich immer sehen, wenn man viele Berufe hat,
Und das auch jetzt auf mehreren Servern, wie ich das gelagert habe. Du musst halt eigentlich ständig, wenn du viel verkaufst, schauen, dass du wieder neues Expulsum schaffst, schauen, dass du wieder neue Materialien holst. Zum Beispiel auch hier die Pigmente, das muss ich immer wieder alles umwandeln. Und das ist halt zeitlich ein größerer Aufwand. Ne? Ich lasse das meistens auf meinem zweiten Account laufen, aber die Woche habe ich halt alles in BGs zum Beispiel gesteckt. Ne? Das ich denke ich mal, nächste Woche werde ich mal wieder groß restocken, mal wieder alles ein bisschen auffüllen und da ein bisschen schauen. So, was haben wir denn jetzt hier rausgeholt? Was sagt das Gold? 120k knapp. Das ist ganz gut. Das ist sogar mehr, was wir auf Antonidas gemacht haben, tatsächlich. Und jetzt schauen wir als letztes nochmal. Ah, bei dem wird nichts dran sein. Das ist quasi mein Crab Char auf Blackmoor. Früher mein Raid Main, der immer noch kein Trinket hat. Das muss ich jetzt demnächst mal machen. Ich habe es irgendwie geschafft, beim Items dissen mein Trinket zu dissen, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und jetzt hat er nur noch ein Trinket von zwei. Das muss ich mir überlegen, dass ich mir das wiederherstelle. Das Problem ist, ich habe 10.000 Items mit dem gedisst beim Shuffeln. Und ja, du hast keine Filterfunktion mehr beim. Ja, bei der Gegenstandswiederherstellung, jetzt muss ich 10.000 Items durchklicken und überall schauen, ob das dabei ist. Und das ist echt ätzend. Hier seht ihr, der hat nur noch ein Trinket an. Das ist sehr bitter an der Stelle. Der dürfte aber nichts im Postkasten haben, weil ich mit dem immer alles auslerne. Ja, doch, hier, so ein Peitschling haben wir verkauft, ein Trinket haben wir verkauft. Aber der hat so auch ein bisschen Gold gemacht. Seht ihr, der hat schon wieder 264k. Mit dem leere ich das immer so aus. Aber sonst mein Postkasten mit dem Char immer ein bisschen verstopft. Und ja, das ist nervig. Ich habe da nämlich teilweise so Ingi-Items, die man nicht rausnehmen kann drin. Der hat da hier, ja gut, na, so viel hat er gar nicht mehr. 94 Items, ich habe schon ganz gut was verkauft. So, zu guter Letzt können wir noch einmal auf meinen Lothar-Char schauen. Aber halt, vorher schauen wir jetzt nochmal, was wir overall haben. Wir sind jetzt overall bei 4,1 Millionen mit meinen Craft-Chars. 4, machen wir es mal so. 1. 1,7. Locken wir einmal um und dann schauen wir uns mal noch an, was jetzt so die Woche gegangen ist. Aber ich habe schon so das im Gefühl, dass das eine bessere Woche war als letztes Mal. Lothar? Nächste Woche muss ich, glaube ich, mit dem Boosten wieder ordentlich einsteigen. Jetzt, wie gesagt, BOD fällt ja weg und wenn das BG dann auch nicht ist, dann habe ich, denke ich mal, wieder ein bisschen mehr Zeit, im Boost-Gewerbe einzusteigen, weil ganz klar, durchs Boosten mache ich am meisten Gold. Das mit den Berufen ist so nett nebenher. Ihr seht, ich habe jetzt über Berufe, was haben wir denn gemacht? 600.000 etwa. Waren schon größere Sprünge drin, aber das ist halt so ein netter Nebenverdienst quasi. Warte mal, irgendwas. Genau. Also wir sind jetzt overall mit dem Gold bei fast 21 Millionen. Das ist ganz nett. Und wir haben plus gemacht 1,5 Millionen die Woche. Das ist jetzt nicht übelst viel, aber wie ich es schon in älteren Videos gesagt habe, so eine Million will ich auf jeden Fall machen. Zwei wären gut. Und alles über zwei ist Luxus quasi. Und wir sind bei 1,5. Das ist jetzt nicht übertrieben viel, aber mit bin ich auf jeden Fall glücklich und bei, wie gesagt, overall knappen 21 Millionen. Es ist nett. Mal schauen. Die Woche versuche ich jetzt dann, oder nächste Woche besser gesagt, versuche ich jetzt mal ein bisschen mehr noch wieder ins Boosting-Gewerbe einzusteigen. Dann gucken wir mal, was wir nächste Woche dann rausziehen und ob ich mir dann schon mal so langsam eins von den Kartenspiel-Mounts leisten kann. Dann werden wir natürlich, wenn ich mir da eins kaufe, wieder ordentlich weit runter droppen. Oh, und hier habe ich die Sachen nicht eingestellt. Fehler Nummer 1 haben wir hier begangen. Da haben wir die Sachen nicht aus dem Dings rausgenommen, aus dem Postkasten. Und ja, also der hätte auf jeden Fall genug Kapital, um hier auf Lothar mit Berufen einzusteigen. Und ich habe auch genug Chars hier, weil ich da früher mal geradet habe. Also das wäre jetzt kein Problem. Das größere Problem ist, Lothar ist halt ein Low-Pop-Server. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich nicht genug, also erstmal, dass ich die Waren nicht loswerde, ne, das ist auch immer so eine Sache, und dass ich nicht die Preise für Shuffeln hinbekomme. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, wie die Leinen heißen, wie heißt denn der Stoff? Irgendwas mit Gischt, ah ja, hier, die, ja, seht ihr das? Die komplette Kette von den Berufen hängt halt am Expulsum. Die ganzen Items brauchen Expulsum. Und Expulsum hängt halt wiederum an dem Shuffle dran und für den Shuffle kannst du, wenn dann, über Leder oder über
Leinen machen. Und die Leinen sind einfach zu teuer. Wenn ich jetzt denke, ich tue auf Blackmoor bzw. Antonidas im Schnitt, ja, im Schnitt zahle ich 2 Gold für ein Item. Hier kostet es im Schnitt wahrscheinlich 7, 8 Gold. Ne? Das bringt mir nichts, die paar günstigen. Ich brauche halt hier 100, ein paar 100 Stacks. Ne? Teilweise kaufe ich auf Antonidas, ja, 20, 30.000 Stoff auf einmal und crafte das um. Und hier ist im Auktionshaus, ist halt gerade mal, weiß ich nicht, hier kriegst du vielleicht gerade mal 5, 6.000 Stoff zusammen. Also hier machst du nicht viel. Du brauchst halt sehr, sehr viel Stoffe, um Explosum herzustellen. Und hier sind wir dann halt eher im Bereich von 7, 8 Gold für so einen Stoff. Und dann rentiert sich das nicht mehr so, weil es schmälert halt deine Gewinnspanne extrem. Dann sind wir halt nicht mehr mal bei 200 Gold für ein Explosum, sondern wir sind dann halt mal ganz schnell beim Fünffachen. Und dann bist du halt mal bei 1000 Gold für ein Expulsum. Für manche Items brauchst du 2 Expulsum. Dann hast du schon mal 2000 Gold Grundkosten nur für das Expulsum. Und dann rentiert sich's halt schon fast nicht mehr. Ne? Deswegen muss man da mal ein bisschen gucken. So, was ich will jetzt aber ehrlich gesagt nicht alle Items einstellen, sondern ich wollte jetzt hier noch einmal gucken. Ah, okay, das ist gar nicht mehr drin, wie das Gelee sich entwickelt hat hier. Das war noch von Interesse. Und zwar. Ja, seht ihr das? Da ist relativ viel mittlerweile drin, was günstig ist. Also man könnte es hier nochmal aufkaufen, das wird sicher gehen. Aber es ist auch hier halt in dem Bereich. Hier ist ein 200er Stack, hier ist ein 200er Stack. Und wenn das jetzt auf Antonidas so die Lage wäre, dann würde ich sofort alles aufkaufen, weil ich halt weiß, da ist die Nachfrage relativ hoch und das geht auch weg. Bloß hier auf Lothar ist die Nachfrage halt sehr niedrig, weil der Server halt dementsprechend auch ein Low-Pop-Server ist. Und ja. Da bleibe ich dann blöderweise auf allem sitzen. Deswegen muss ich jetzt beim Gelee tatsächlich ein bisschen abwarten. Aber gut, das soll es für das Video gewesen sein. Ich werde vielleicht mein Repertoire beim Boosten ein bisschen erweitern. Ich habe schon ein paar Sachen im Auge, was ich euch vielleicht auch gleich zeigen kann. Warte mal, ich gehe mal auf einen anderen Char. Ich habe gestern oder vorgestern auch mal ein bisschen was getestet noch mit PvP-Geschichten, und zwar Welt, da gibt es so ein Meta-Achievement, wo es auch einen Mount gibt, und da bin ich jetzt mal am gucken, ob ich das auch noch ein bisschen sälen kann. Ich habe dann nämlich, warte mal, wo ist denn das? Nein, 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 nein. Hier muss es sein. Ah, genau. Da gibt es hier so einen Mount für. Da muss man diese ganzen PvP-Kills in den Zonen machen. Das will ich jetzt auch demnächst noch sellen. Mal gucken, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Gold rausholen. Aber das muss ich mal schauen. Das ist ein bisschen mit dem Extreme Phasing teilweise ein bisschen tricky. Und da habe ich gestern schon mal noch ein bisschen was getestet. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen Gold machen. Also wenn der eine oder andere daran Interesse hat, können wir sich auch mal gucken. Gut, das soll es mit dem Video gewesen sein. Mittlerweile, wie gesagt, fast 21 Millionen. Und ja, mal schauen, ob nächste Woche noch ein bisschen mehr rumkommt. Euchela, bis dann. Ciao.